Das sind Isabel und Marco. Sie kaufen gerne in der Globus-Markthalle ein. Ein Ort mit einer ausgewählten Vielfalt echt gut gemachter Produkte, Services und Erlebnisse. Neben einer Vielzahl an Markenprodukten finden Sie hier auch ein facettenreiches Eigenmarkensortiment. Aber wie entsteht eigentlich ein Eigenmarkenprodukt? Das Sortimentsmanagement, die Qualitätssicherung und das Produktmanagement liefern laufend neue Ideen und arbeiten Hand in Hand. Welche Trends gibt es weltweit? Was ist neu auf Messen? Was spricht die Globus-Kunden an? Die drei Bereiche definieren gemeinsam das Produkt. Hierbei hat jeder seine ganz konkrete Aufgabe. Die Qualitätssicherung gibt die qualitätsrelevanten Bestandteile vor. Das Produktmanagement achtet besonders auf die Verpackung. Und das Sortimentsmanagement sucht die passenden Lieferanten und verhandelt die Preise. Bevor man sich aber für einen Lieferanten entscheidet, werden die Lieferantenmuster verkostet bzw. die Non-Food-Artikel auf Herz und Nieren geprüft. Den Zuschlag erhält nur der Lieferant, der alle Beteiligten hinsichtlich Preis und Qualität überzeugt. Jetzt steht fest, was in der Verpackung ist, aber nicht wie diese aussieht. Die Verpackung ist in den Globus-Regalen der wichtigste Kommunikator in Richtung Kunde und hat die Aufgabe, sich gegenüber den Markenprodukten abzuheben. Sie muss navigieren, inspirieren und informieren und soll verlässlich und mutig zugleich sein. Das Produktmanagement brieft verschiedene Routen an die Designagentur. Im Fokus steht dabei immer der Globus-Kunde. Wer kauft das Produkt? Wen wollen wir damit ansprechen? Und welche Informationen sind für die Kunden wirklich relevant? Die Designer entwerfen erste Gestaltungen, die dann verfeinert und optimiert werden. Überzeugt das Design intern, findet ein Fotoshooting statt und die komplette Verpackung wird aufgebaut. Das Produktmanagement kontrolliert die Umsetzung, das Corporate Design, generiert den GTIN und die Qualitätssicherung prüft die lebensmittelrechtlichen Vorgaben. Wenn alles okay ist, werden die Druckdaten dem Lieferanten zur Verfügung gestellt und er kann mit der Produktion beginnen. Die Produktion teilt sich in zwei Bereiche. Erst wird die Verpackung produziert. Danach wird dann der tatsächliche Artikel produziert. Im Produktmanagement wird parallel ein 2D-Rendering erstellt, welches für die unterschiedlichsten Werbekanäle eingesetzt werden kann. Fehlt nur noch der Check der Erstproduktionsmuster und schon wird das Produkt über das Logistikzentrum an die Markthallen geliefert und im Regal platziert, nachdem der Sortimentsmanagementbereich den Listungsprozess abgeschlossen hat. Was mit einer kleinen Idee beginnt, steht jetzt im Regal. Hier schließt sich der Kreis und das Produkt landet in den Händen von Isabel und Marco. Doch intern geht die Arbeit laufend weiter. Wie entwickelt sich das Produkt? Was ist die nächste Phase im Produktlebenszyklus? Und welche Artikel kommen als nächstes, um den Kunden immer etwas Neues zu bieten? Die Globus Eigenmarken. Echt gut gemacht.